auf einmal noch in Auf geht's zum zweiten Spiel im Blitzturnier in der Reiferbahn in Schwerin. Die zweite Mannschaft der SV Grün-Weiß Schwerin gegen die A-Jugend vom VfL Bad Schwartau. Oh, den Ball nicht gefangen und Bad Schwartau wieder mit dem Konterlauf wie schon im ersten Spiel. Und es gibt Dreckgelb gegen Lisa Arndt. Und über außen gespielt, das 1:0 für den VfL Bad Schwartau. Erzielt durch Patricia Rehse. Ein schönes Kreisanspiel unterbrochen. Freiburg für Grün-Weiß-Schwerin. Oh, Missverständnis auf Seiten von Grün-Weiß-Schwerin. Ballverlust, Ballbesitz. Bad Schwartau. Mit reingegriffen, aber der Ball war im Tor. 2:0 für den VfL Bad Schwartau. Torschütze, die Nummer 13, Lisa Mandt. In den Block geworfen von Lisa Arndt. Und da gibt es einen Wurf für Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt gibt es 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Juliane Schiller geht an den 7-Meter-Punkt und tritt dann gegen Charlene Röhr. Und die bleibt Siegerin.
Und auf der Gegenseite Stina Wickenberg. Mit dem Wurfversuch scheitert aber an Laura Fischer. Unterwurf von Lisa Mante geht am Tor vorbei. Und Grünwald Schwerin stellt sich neu auf. Und da steigt sie hoch, Stefanie Dube, und erzielt das 1:2. Und der Pass am Kreis geht ins Leere. Laura Fischer mit dem langen Wurfversuch, aber der landet bei Bad Schwartau. Und das war ein klasse Pass in die Mitte rein. Und Stina Wickenberg mit dem dritten Tor für Bad Schwartau 1:3. Stürmerfoul entschieden. Und so wieder Ballbesitz für Bad Schwartau. Und Bad Schwartau ist wieder schnell aufgestellt. Der Pass an den Kreis. Auf Lara Frank, die kann sich nicht durchsetzen. Und das schnelle Spiel von Grünwald-Schwerin funktioniert nicht, wollte ich gerade sagen. Aber da kommt der Pass auf Theresia Meissner. Und sie verkürzt auf 2:3. Ball an den Pfosten von Lisa Arndt. Den Gegenzug kann sich Grün-Weiß Schwerin nicht holen. Ballbesitz Bad Schwartau. Und aus dem Stand ein schöner Wurf von Stina Wickberg zum 2:4. Rausgespielt auf für Lisa Arndt, aber der Ball geht am Tor vorbei. Es bleibt beim 2:4. Schönes Kreisanspiel auf Lara Frank und sie erhöht auf 5:2 für den VfL Bad Schwartau. Zu schnell abgeschlossen
von Stefanie Dube auf Seite von Grünwald Schwerin und so bleibt Bad Schwartau in Front. Wieder gut durchgesetzt von Franziska Nese. Sie erhöht auf 6:2. Sehr interessantes Detail jetzt. 6:2 für den VfL Bad Schwartau. Alle 6 Tore von verschiedenen Spielerinnen erzielt. Also ein breit gefächertes mannschaftliches Gefüge bei Bad Schwartau. Und dann von außen schön durchgesetzt. Und gelbe Karte gleichzeitig gegen die Nummer 14, Lara Frank. Für die weiteren kleinen Regelfragen habe ich für die Handballkunde mir einen Experten dazugeholt. Jetzt wollen wir aber erstmal auf den Konter schauen, abgefangen. Vom VfL Bad Schwartau und Franziska Nese und klasse gehalten von Laura Fischer. Neben mir habe ich den Herrn René Schling. Und du bist Schiedsrichter? Ja. Und kennt sich dementsprechend mit Regelfragen aus und kann ich mich frei an dich wenden. Gleich, wenn wir mal eine Regelfrage haben, wenn etwas unklar ist im Spiel. Erste Einschätzung jetzt nach 10 Minuten, 6:3 für VfL Bad Schwartau. Gibt es das Spiel wieder? Ja, Schwerin steht einfach vorne zu weit weg von der Abwehr und hinten zu weit weg von den Leuten. Also da ist noch viel Arbeit für den Trainer. Das ist, jetzt gibt es 7 Meter rausgeholt von Stefanie Dube. Was hat der Abwehrspieler da jetzt falsch gemacht, während Juliane Schiller nur das Tor für Grün-Weiß-Sperrin erzielt? Sie war eindeutig zu spät. Der Pass kam beim Kreisläufer an und hing dann halt von hinten dran. Ne? Ja. 4:6, der Spielstand hier von Grün-Weiß-Sperrin. Und wieder stehen sie da völlig frei am Kreis. Franziska Nese scheitert wieder an Laura Fischer. Und das war ein schönes Anspiel auf Theresia Meissner am Kreis. Wird aber erfolgreich gestört. Und das Spiel geht wieder zurück, wieder schnell nach vorne. Lara Frank. Und es gibt Abwurf für Grünwald Schwerin.